Das Dorf Lehde, unweit von Lübbenau, liegt verlassen. Zu Eis erstarrt sind die Flussarme der Spree, die Kähne zeigen ihre Kehrseite. Eine ungewohnte, fast verträumte Atmosphäre. Wenn die Jugend feiert, ist die winterliche Ruhe dahin. Zapust, die sorbische Fastnacht, ist das größte Volksfest der Spreewälder. In Lehde gehen dabei Ledige und Verheiratete getrennt ihrer Wege. Damit die jungen Leute auch etwas Handfestes zur Feier haben, wird vorher gezampert. Eier, Speck und ein Trinkgeld locken sie den Bauern mit viel Lärm aus der Tasche. Das ist Meerrettich. Im Herbst geerntet, muss er nun in die Gläser. Und das bei jedem Wetter. Den Bäuerinnen tränen die Augen nicht. Uns läuft schon bei dem Gedanken an Hecht mit Spreewälder Meerrettichsoße das Wasser im Munde zusammen. Eine beliebte Männerarbeit ist im Winter das Körbeflechten. Walter Altkukatz hat es von seinem Großvater erlernt. Seine Spezialität sind Körbe aus grünen, gelben und rotbraunen Weidenruten. Früher wurden nur die Viertelkörbe und die Zentnerkörbe gemacht. Aber heute hier durch die Gärten und die Kleingärtner, da braucht man ein paar kleine Körbe zum Äppelpflücken und so. Ne? Ja, ich mache hier Katzenkörbe, Hundekörbe und für Blumenkästen auch. Ja, so also habe ich selber welche vorne im Sommer zu stehen. Thank you.
Je strenger der Winter, desto größer die Freude der Kinder. Mit so einem Einsitzer warteten früher die Lederbauern in Lübbenau auf Kaffeegäste, um sie zum fröhlichen Hecht zu rodeln. Damit keiner frieren musste, wärmte unter einer dicken Decke ein heißer Ziegelstein die Füße. Ein seltener, höchst angesehener Beruf ist der des Kahnbauers. Meister Kolkwitz baut noch Kähne aus Holz. Wie er dabei Feuer und Wasser zu seinen Gesellen macht, bleibt sein Geheimnis. Bootsbau habe ich Meister gemacht. Ich bin schon 25 Jahre ungefähr, baue ich Kähne. 59 sind die längsten eigentlich, die wir bauen. Wir laden ja ca. 36 Personen oder bis 14, nicht? Ich spritze nur gegen die Seiten, gegen die Bretter, dass die nicht anbrennen, nicht? Der wird eben gebraucht im Spreewald, nicht? Da wohnen ja noch verschiedene, die ja nur auf den Kahn angewiesen sind, nicht? Wissen Sie ja. Der Baum hat Äste und das ist das Beste, denn wäre er kahl, dann wäre es ein Pfahl. Das Wichtigste bei der Männerfastnacht ist das Anlegen der sorbischen Tracht, allerdings nur für die Frauen. Die Männer erscheinen im schwarzen Anzug, Schlips und Kragen. Ohne fremde Hilfe lassen sich die unzähligen Nadeln unmöglich an den rechten Fleck heften. Nicht nur sich, den anderen vor allem möchte man gefallen. Die Formen der Tracht variieren von Dorf zu Dorf. Die Frauen von Lede tragen die kleinste Haube, was beim Tanzen von Vorteil ist. Wer ist die Schönste im fröhlichen Hecht? Nach alter Sitte wird streng auf Distanz geachtet. Links die Frauen, rechts die Männer. Viel Stehvermögen gehört zu einer Männerfastnacht, denn Stühle gibt es nicht. Der kunstvoll gefaltete Rock würde beim Sitzen Schaden nehmen. Verheiratete, die zum ersten Mal an der Männerfastnacht teilnehmen, müssen erst eingetanzt werden. Dann folgt die nächste Prüfung.
Die Braut wird auf die Theke gehoben und der Bräutigam muss tief in die Tasche greifen, weil nun alle einen heben möchten. Eine Männerfastnacht geht bis zum Morgen, da tut Stärkung Not. Aber erst um Mitternacht kann man endlich Gurken und hausschlachtene Wurst vom Nachbarn probieren, mit frischem Spreewälder Meerrettich.